Herzlich willkommen aus dem Westerwald. Wir sind zu Besuch bei der Firma Interbau Blink. Neben mir steht Geschäftsführer Olaf Meyer. Hallo, Herr Meyer. Und wir befinden uns hier in Ihrer wunderschönen neuen Ausstellung, die nicht nur einen schönen Willkommensgruß für 1200 Grad bereithält, sondern auch viele schöne Fliesen. Seit wann haben Sie diese neue Ausstellung und was zeigen Sie hier? Ja, wir sind ja vor gut 2 Jahren hier in dieses neue alte Verwaltungsgebäude, was wir schön neu hergerichtet haben, umgezogen und haben dann auch diese Ausstellung sukzessive aufgebaut und die steht uns jetzt seit gut einem Jahr hier zur Verfügung. Wie groß ist das quadratmetermäßig? Oh, die Ausstellung hat 240 Quadratmeter etwa. Ja, man bekommt hier einen sehr schönen Eindruck auch in Ihre Leistungsfähigkeit, also nicht nur in Sachen Design, sondern auch Fertigungsqualität. Direkt gegenüber ist die Produktion. Auch genau. Da haben Sie ja immer wieder kontinuierlich investiert und deshalb stehen Sie vielleicht auch ein bisschen besser da, als manche andere Hersteller gerade dastehen. Oder was würden Sie sagen, worauf führen Sie den Erfolg von Interbau Blink aus den letzten Jahren zurück? Ja, es ist natürlich im Prinzip genau zum richtigen Zeitpunkt hier die Entscheidung getroffen worden, in eine Großformatanlage zu investieren. Der Markt, die Nachfrage war da. Und ansonsten halten wir auch sonst unsere Anlagen immer auf dem modernsten, auf dem neuesten Stand, um wettbewerbsfähige Produkte, sowohl was auch die Preise angeht, die in Deutschland mit der deutschen Produktion sicherlich immer anders sein müssen als zum Beispiel bei Importen aus Asien oder anderen Provenienzen, aber auf einem wettbewerbsfähigen Niveau zu halten und auch qualitativ unsere Produkte so anzubieten, dass die Kunden, die Verarbeiter gerne damit arbeiten, dass wir nah am Markt sind, dass wir auch rohstoffseitig immer gut versorgt sind hier im Westerwald, ist sicherlich ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Und auch was das Produktdesign angeht, dort immer am Ball bleiben, dass wir modern aufgestellt sind, was Anlagen, Dekorationsmöglichkeiten angeht, um marktfähige, moderne Produkte an den Markt bringen zu können. Nun sind ja die Rahmenbedingungen im Markt aktuell sehr schwierig und alle fragen sich ja, wie geht es weiter oder wann wird es besser? Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ja, wann wird es besser? Das ist sicherlich eine schwierige Frage. Da schaut jeder nach der Glaskugel, wo er sie finden kann. Die Rahmenbedingungen am Bau, die sind ja allen bekannt und ich glaube, das ist auch der Hauptschlüssel. Nur wann es besser wird, das ist natürlich auch eine Frage, die ja an vielen politischen Entscheidungen hängt. Der Bedarf ist da, das weiß jeder, aber die Investitionszurückhaltung ist halt enorm, weil Verunsicherung im Markt ist, bei Investoren ist, was den Energieträger, was die Beheizung der Gebäude angeht, was auch die Refinanzierung angeht. Das ist ein bisschen Glaskugelleserei. Man kann nur sagen, der Bedarf ist da, dem wird der Markt auch wieder Rechnung tragen. Jetzt sind Sie seit Kurzem auch Mitglied im Deutschen Herstellerverband, im BKF. Wieso jetzt oder wieso erst jetzt? Ja, auch da hat uns ein bisschen getrieben, zum einen, dass wir daran glauben, dass man hier in Deutschland mit der Rohstoffnähe, mit der Marktnähe das Thema Nachhaltigkeit besser bedienen kann als jeder andere, der hier in die Märkte rein liefert. Und das Thema Nachhaltigkeit mag jetzt vielleicht so ein kleines bisschen in den Hintergrund gerückt sein, ob der Krisen, die wir so haben, ob der Kostenentwicklung, der Inflation und vielen Dingen. Aber es ist ein Thema, was auf der Tagesordnung ist. Und wir haben gerade jetzt die letzten Tage wieder verstärkt auch Anfragen, wo es um das Thema CO2-Belastung, um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und deswegen ist eine Herstellung hier in Deutschland, glaube ich, schon absolut machbar und auch zukunftsträchtig. Und um das ein bisschen zu stärken, das war ein Beweggrund, auch in den Verband einzutreten. Des Weiteren treffen uns natürlich jede Woche auch wieder neue Vorschriften, Regularien, Nachweispflichten, die zu erbringen sind. Und da ist so ein Verband schon ein Stück weit auch eine Hilfestellung, wenn dort Leute sind, die aus dem Bergen an Papier oder heutzutage an Schriftverkehr per E-Mail mal so eine Essenz rauszuziehen und frühzeitig auch auf Dinge hinzuweisen, die auf einen zukommen, dass man vorbereitet ist. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne.